Meine Lieblingsquelle. Ach, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden. Man könnte zum einen vielleicht überlegen, ein besonders schön geschriebenes Bach-Noten-Autograph zu nehmen. Zum anderen vielleicht ein Manuskript mit einem ganz besonderen Text, vielleicht ein Bach-Brief. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es interessanter, eine Quelle zu nehmen, die vielleicht auf den ersten Blick völlig unscheinbar ausschaut, auf den zweiten Blick aber den Schlüssel zur Lösung eines Problems oder eines Rätsels bereithält, das die Bachforschung schon eine ganze Zeit beschäftigt. Und tatsächlich dafür habe ich mich entschieden. Das Ganze hat etwas auch zu tun mit meiner eigenen Geschichte. Ich bin 1999 als Zweitsemester als Hilfskraft ins Bach-Archiv gekommen, war bei Peter Wollny damals der Gehilfe und hatte dann schon im Jahr 2000 meinen ersten Bach-Jahrbuchaufsatz geschrieben und im Jahr 2001 meinen zweiten. Und das, was ich da eben in meinem zweiten Bach-Jahrbuchaufsatz präsentiert habe, ja, das ist eben die Lösung eines Rätsels, die Auflösung eines Rätsels auf relativ überraschende Art und Weise. Es betrifft folgende Quelle, das ist also jetzt meine Lieblingsquelle, die Kantate BWV 210, O holder Tag, erwünschte Zeit. Das ist ein Stück, von dem wir wissen, dass Bach es als Leipziger Thomaskantor mehrfach wieder aufgeführt hat, verschiedenen Textfassungen richtig komplett erhalten hat sich es aber eben nur in dieser Fassung, die Sie hier vor sich sehen, also ein Originalstimmensatz, geschrieben von Johann Sebastian Bach und seinem Schüler Johann Friedrich Agricola. Und zwar, das kann man sagen, anhand des Papierbefundes und des Schriftbefundes irgendwann in den späten 1730er, frühen 1740er Jahren, wenn man sich den Text der Kantate anschaut, eine Kantate für Sopran und kleines Orchester, relativ groß angelegt, geht über eine halbe Stunde, stellt man fest, der Anlass ist ein sehr festlicher, ganz offensichtlich hat hier ein Mäzen Bach, ein Patron, der ihn auf allerlei Weise offenbar gefördert hat, Hochzeit, und Bach gibt eben seinem Patron mit dem Stück ein Ständchen. Und meine Lieblingsquelle ist nicht der gesamte Stimmensatz, sondern tatsächlich das Titelblatt oder der Titelumschlag dieser Quelle von Johann Sebastian Bach geschrieben. Man sieht es hier an der Folie auf der linken Seite, der eigentlich aussieht wie so ziemlich jeder Titelumschlag einer Bach-Kantate. Es steht drauf, dass es sich um eine Kantate handelt. Der Textanfang, O holder Tag, erwünschte Zeit, wird gar nicht drüber geschrieben, aber die genaue Besetzung, Avoce Sola, also für Solostimme, eine Traversflöte, ein Oboe d'Amore, zwei Violinen, eine Viola, Violone und Basso Continuo. Oben drüber hat eine spätere Hand des 19. Jahrhunderts präzisierend dazu geschrieben, Hochzeitskantate, und dann sehen Sie oben links eine 5, nochmal von einer anderen Hand, darunter ein G, und ganz oben rechts, das scheint noch jünger zu sein, offenbar mit Bleistift, auch wieder eine 5. Soweit, so unspannend. Warum das jetzt meine Lieblingsquelle ist, erklärt sich anhand eines anderen Dokuments, auf das ich gestoßen bin, damals im Jahr 2000. Ich war, wie gesagt, frisch gebackener Praktikant hier am Bach-Archiv und ich habe viele, viele Tage zugebracht, zum Beispiel in der Universitäts- und Landesbibliothek Halle in Sachsen-Anhalt, die einen ganz interessanten Bestand an Auktionskatalogen des 18. Jahrhunderts hat. Und ich habe mir diese Auktionskataloge sehr systematisch angeschaut, weil ich immer gehofft hatte, vielleicht mal irgendwo da nachgewiesen zu finden, den Verkauf von irgendwelchen Werken Bachs, vielleicht sogar von Werken Bachs, die man noch gar nicht so richtig kennt. Und einmal bin ich auf eine sehr überraschende Weise fündig geworden. Hier also das gedruckte Nachlassverzeichnis des in Berlin lebenden Hofrats Dr. Georg Ernst von Stahl. Der ist im Jahr 1773
gestorben und hat ein großes Naturalienkabinett plus eine große Bibliothek, Kupferstiche und Musikalien in gleichen der mathematischen, physikalischen, optischen Instrumente große Sammlung hinterlassen. Und damals war das dann üblich, wenn also so ein großer Nachlass versteigert wurde, hat man natürlich einen Auktionskatalog gedruckt, der präzise aufzeichnet, was der Herr Hofrat Stahl denn so alles besessen hat. Also das Verzeichnis ist über 200 Seiten lang. Ganz eindrucksvoll ist das Naturalienkabinett. Dieser Georg Ernst von Stahl hat eifrig gesammelt. Der hatte sogar, so heißt es auf einer der Seiten, ein schuppisches Krokodil mit langem Schwanz. Also gut ausgestattet, der Mann. Georg Ernst von Stahl ist der generell in der Geschichte kein Unbekannter. Sein gleichnamiger Vater ist ein relativ berühmter Mediziner seiner Zeit gewesen. Der Sohn trat in die Fußstapfen des Vaters. Wir kennen ihn aber in der Bach-Forschung schon sehr lang, sehr lange Zeit, weil er nämlich in Berlin in der Mitte des 18. Jahrhunderts zum engen Bekanntenkreis von Bachs zweitältesten Sohn Karl Philipp Emanuel gehörte. Karl Philipp Emanuel war ja ab den frühen 1740er Jahren der Hofcembalist von Friedrich dem Großen und an dem Hof Friedrichs des Großen war eben Georg Ernst von Stahl auch Hofrat, offensichtlich musikalisch begeistert, denn der Bach-Sohn Karl Philipp hat dem sogar mal ein sehr schönes Charakterstück La Stahl gewidmet. Nun ist also ganz interessant zu sehen in diesem Auktionskatalog, was der Hofrat Georg Ernst von Stahl so alles besessen hat, auch an Musikalien, also auf Seite 180, nachdem zuvor seine Büchersammlung aufgelistet worden war, kommen die Musikalien und dann stellt man fest, der Mann war Bach-Fan, also gleich bei den gedruckten, Musikalien. Seite 180, unterer Teil, geht es gleich erstmal los mit einem ganz wichtigen musiktheoretischen Buch. Karl Philipp Emanuel Bachs Versuch über die wahre Art des Klaviers zu spielen. Dann hat der Stahl von dem Karl Philipp Emanuel Bach diverse Notendrucke besessen, die hier alle schön aufgelistet werden. Ganz unten, Nummer 11 dieses Verzeichnisses der gedruckten Musikalien, da erscheint auch das erste Werk von Johann Sebastian Bach, Klavierübung 1731. Das ist eben Teil 1 der berühmten Klavierübung, die 6 Partiten. Aber es geht noch weiter, wir blättern um. Auf der nächsten Seite weitere gedruckte Musikalien und dann kommen die geschriebenen. Die geschriebenen geht es auch wieder los mit 8 Konzerte und Sinfonien von Karl Philipp Emanuel Bach. Nummer 2 desselben 12 Sonaten und 6 Fugen. Nummer 3 noch 12 Sonaten von demselben wie auch einige kleine Piecen für das Klavier. Nummer 4 noch 12 Sonaten Solo und andere kleine Klavierstücke. Und dann wechselt der Komponist, jetzt ist es nicht mehr Karl Philipp Emanuel Bach, sondern Nummer 5, eine Kantate und verschiedene Inventiones von Johann Sebastian Bach. Das ist erstmal ziemlich interessant, denn man stellt fest, also Hofrat Stahl hat nicht nur Karl Philipp Emanuel Bach, sondern auch den Vater, naja, wahrscheinlich musiziert, aber mindestens Werke von ihm besessen. Einerseits eine Kantate und andererseits verschiedene Inventiones. Ich denke, das sind sicherlich gemeint die berühmten Inventionen und Sinfonien, die wir von Johann Sebastian Bach haben. Jeder angehende Klavierspieler kommt mit denen früher oder später in Berührung. Ja, aber was um alles in der Welt ist die Kantate? Eine Kantate, das ist wirklich reichlich unpräzis. Wir wissen ja, Bach hat circa oder fast 200 geistliche Kantaten uns hinterlassen. Hinzu kommen um die 20 weltliche Kantaten. Aber welche das nun sein könnte, die der Hofrat Stahl da nun in einem Manuskript besessen hat, das bleibt eigentlich offen. Als ich damals diesen Fund gemacht habe, habe ich das natürlich ganz stolz im Bacharchiv erzählt. Hier, ich habe nachweisen können, dass Hofrat Stahl in Berlin allerhand Musikalien besessen hat, darunter viele Werke von Bach, Vater und Sohn, unter anderem eine Kantate. Aber wie können wir denn nun rausfinden, welche Kantate das gewesen ist? Naja, und da erhielt ich dann den Hinweis von meinem Mentor damals, Peter Wölli, naja, diese Auktionsnummern hier, die Nummer 5,
Sowas ist dann gut und gerne mal auf die Quelle selbst geschrieben worden. Denn bevor man so einen Bestand auktioniert, muss er ja erstmal katalogisiert werden, erfasst werden. Hier in dem Fall von Stahl dürfte das passiert sein, schon allein, weil man ja ein gedrucktes Auktionsverzeichnis gemacht hat und da eben dieser Kantate die Nummer 5 gegeben hat. Also in der Auktion, so muss man sich das ja vorstellen, vielleicht wenn die einzelnen Nummern aufgerufen wurden, wäre das also die Losnummer 5 gewesen. Naja, und dann habe ich angefangen zu suchen und jetzt ist es tatsächlich so, unter all den erhaltenen Bach-Kantaten, wo wir Titelblätter haben oder erste Seiten, wo dann üblicherweise solche Nummern hinterlassen wurden, gibt es tatsächlich nur eine Kantate, wo die Nummer 5 auf dem Umschlag oder auf der ersten Seite erscheint. Das ist unsere besagte Hochzeitskantate O Holder Tag, erwünschte Zeit, oben links auf dem Titelblatt von einer Hand, die nicht diejenige Bachs ist, eben hinzugefügt. Ich hatte es vorhin bereits gesagt. Nun, ist das Beleg genug, dass jene namenlose Kantate im Nachlassverzeichnis von Stahl identisch ist mit der Kantate BWV 210 in Bachs Originalstimmensatz? Also hat diesen Originalstimmensatz Georg Ernst von Stahl besessen und wurde der da Anfang der 1770er Jahre verauktioniert? Nun, das, was wir jetzt bislang haben, ist da noch nicht Beleg genug. Natürlich kann es allerhand andere Gründe geben, warum hier eine 5 auf dem Titelumschlag erscheint. Wenn man jetzt das noch weiter belegen möchte, Argumente dafür oder dagegen sammeln möchte, ist es natürlich erstmal ganz naheliegend, in den Text der Kantate hineinzuschauen. Und das tun wir jetzt. Also unsere Kantate, ich sagte es ja schon, ist eine Hochzeitskantate. Viele der Arien hat Bach früher schon in anderem Zusammenhang verwendet. In 1720er Jahren können wir da Arien teilweise schon nachweisen, verwendet als Huldigungsmusiken, zum Beispiel für einen Besuch des Herzog von Sachsen-Weißenfels hier in Leipzig. O angenehme Melodei begann das Stück zunächst mit einem Rezitativ. Wie gesagt, jetzt in dieser Fassung der Hochzeitskantate wurden vor allem neu bearbeitet, umgearbeitet die Rezitative. Also aus den Rezitativen geht im Besonderen hervor, dass wir eine Hochzeitsmusik hier vor uns haben. Und ganz interessant, auch musikalisch übrigens, ist das letzte Rezitativ, also vor der Schlussarie. Denn hier wird der große Gönner, der offensichtlich geheiratet hat und Bach Anlass genug war, da eine Festkantate zu komponieren, direkt angesprochen. Ich lese den Text mal vor. Hochteurer Mann, so fahre ferner fort, der edlen Harmonie wie itzt geneigt zu bleiben. So wird sie dir dereinst die Traurigkeit vertreiben. Sie wird an manchem Ort dein wohlverdientes Lob erschallen. Dein Ruhm wird wie ein Dämmernstein, ja wie ein fester Stahl beständig sein, bis dass er in der ganzen Welt erklinge. Indessen gönne mir, dass ich bei deiner Hochzeitfreude ein wünschend Opfer zubereite und nach Gebühr dein künftig Glück und Wohl besinge. Sehr schöner Text. Und was uns natürlich aufhören lässt, ist dieser Zweizeiler: Dein Ruhm wird wie ein Dämmerstein, ja wie ein fester Stahl beständig sein. Denn die Naturwissenschaftler unter Ihnen werden sich wundern, die Behauptung, die ja hier aufgestellt wird, dass Stahl, fester Stahl, noch härter sei als ein Dämmernstein, als ein Diamant, ist ja nicht haltbar. Es gibt nichts Härteres als Diamanten. Aber hier wird sozusagen der Stahl als noch beständiger, noch fester eingeschätzt als ein Diamant. Und vor dem Hintergrund, dass wir ja den Verdacht haben, dass der Hofrat Stahl diese Kantate, Bachs Originalstimmensatz, davon besessen haben könnte, stellt sich jetzt die Frage, hui, ist er hier vielleicht sogar direkt angesprochen? Sprich, ist das Ganze
Werk, diese Kantate, eben nicht nur eine Kantate, die Georg Ernst von Stahl besessen hat, sondern ist es schlichtweg die Hochzeitskantate für ihn selbst. Naja, und wenn man jetzt eintaucht in die Bach-Biografie, müssen wir sagen, fügt sich plötzlich eins zum anderen. Ich schlage noch eine kleine Kurve zu einer weiteren Quelle, die uns verrät, was Bach Anfang der 1740er Jahre, speziell im Jahr 1741, gemacht hat. Ja, und zwar sehen wir hier vor uns das Konzept eines Briefes von Bachs Privatsekretär Johann Elias Bach an Bach selbst vom 5. August 1741. Das Folgende ist erstmal noch zu sagen, dieser Johann Elias Bach ist ein Verwandter des Thomas Kantors, stammt aus Schweinfurt und kommt in den Ende der 1730er Jahre hier nach Leipzig, um an der Uni Theologie zu studieren. Er wird zugleich der Privatsekretär Johann Sebastian Bachs, wohnt in dessen Haushalt. Und diesem Umstand haben wir zu verdanken, dass sich bis heute ein relativ umfangreiches Konvolut an Konzepten erhalten hat, Briefkonzepten, die der Elias Bach oft im Auftrag des Thomas Kantors geschrieben hat. In diesem Fall hier allerdings ist es ein Briefkonzept an Johann Sebastian Bach selbst, weil der sich eben im Sommer 1741, das erfahren wir aus diesem Brief, und zwar nur aus diesem Brief, in Berlin aufhält. Er ist also wahrscheinlich, weil sein Sohn Karl Philipp inzwischen Hofcembalist, frisch gebackener Hofcembalist von Friedrich dem Großen ist, Ende Juli nach Berlin gereist, und in dem Brief hier, den wir vor uns haben, teilt ihm Johann Elias Bach mit, dass seine Frau, die Anna Magdalena, merkwürdig erkrankt sei und drängt deshalb den Bach, dass er doch mal besser schnell als später nach Hause kommen soll. Und wir erfahren in diesem Brief auch, wo Johann Sebastian Bach in Berlin abgestiegen ist. Er ist nämlich gar nicht abgestiegen bei seinem Sohn Karl Philipp, was man ja hätte erwarten können, sondern unten links lesen wir, der Brief sei abzugeben bei dem Herrn Hofrat von Stahlen. Also mit anderen Worten, bei unserem Georg Ernst von Stahl. Und jetzt kommt's. Wenn wir jetzt mal weiter verfolgen, die Beziehung zwischen Stahl und Bach stellt sich heraus. Der Stahl hat tatsächlich Anfang September 1741 geheiratet. Eine Frau Schrader, das muss eine sehr prächtige Hochzeitsfeier gewesen sein. Und jetzt kommt natürlich eins zum anderen. Ganz offensichtlich wollte der Johann Sebastian Bach, der dann übrigens doch schon Mitte August wegen der Erkrankung seiner Frau nach Leipzig zurückgereist ist, dem Georg Ernst von Stahl ein kleines Hochzeitspräsent überreichen. Vielleicht hatte er ursprünglich vor, das Stück tatsächlich in Berlin ihm zu musizieren, aber so lange konnte er eben nicht in Berlin bleiben. Er hat dann zu Hause sich eben diese schon mehrfach verwendete Glückwunschkantate vorgenommen, hat sie auf Hochzeitskantate für Georg Ernst von Stahl getrimmt, den er dann namentlich in dem letzten Rezitativ verewigt hat. Dein Ruhm soll wie ein Dämmernstein, ja wie ein fester Stahl beständig sein, hat ihm da in Berlin offensichtlich diesen Stimmsatz als Geschenk überreichen lassen, ganz wahrscheinlich von seinem Schüler Johann Friedrich Agricola. Der hat nämlich neben Johann Sebastian Bach sämtliche Stimmen in diesem Originalstimmsatz geschrieben, also Bach selbst nur die Sopran- und Basso-Continuo-Stimme, das ist eine Kombistimme, der Rest ist Agricola. Und so ist Bach auf diese Weise zumindest musikalisch in Berlin anwesend gewesen. Ja, und das alles ist dann der Grund, ganz offensichtlich, dass eine Kantata, so hieß es ja, im Nachlassverzeichnis von Georg Ernst von Stahl dann 1773 erscheint, mit der Losnummer 5 versehen, und nur weil wir auf diesen Nachlasskatalog gestoßen sind, zugleich
bemerkt haben, dass diese Nummer 5 auf einer weltlichen Kantate auf dem originalen Titelumschlag oben links erscheint, fügt sich jetzt eins zum anderen. Ist es gelungen, dann damit die Kantate präzis zu datieren? Das beendet eine lange, lange Forschungsgeschichte zu diesem Stück. Ältere Bachforscher hatten zum Beispiel auch mal überlegt, ob das die Hochzeitskantate für die Familie Bose ist. Die Familie Bose, in dessen Haus heute das Bach-Archiv residiert. Da hat es auch um 1740 eine Hochzeit gegeben. Aber jetzt wissen wir einfach durch diese wunderbare Kombination aus neu aufgetauchten Auktionskatalog, dem Identifizieren der Losnummer 5 auf dem Titelumschlag der Kantate BWV 210, wohin das Stück gehört. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, Bachforschung kann manchmal sehr, sehr spannend sein. Es sind sehr verschlungene Wege, die wir gehen müssen, um den Schleier der Geschichte ein wenig zu heben, weil Bach eben viel zu selten bei seinen Werken uns präzis hinterlassen hat, warum und wann er sie komponiert hat. Also ich denke, unser Beispiel zeigt, wie spannend Bachforschung sein kann. Und das alles führt nun dazu, dass wir auch sagen können, unter all den weltlichen Huldigungsmusiken, die Bach hat, gibt es sogar eine Berliner Bach-Kantate. Und das ist ein besonders schönes Stück. Und deswegen lade ich Sie jetzt alle ein, dass Sie sich diese wirklich prächtige, wunderbare Kantate einmal anhören. Vielleicht, wenn es der Anna Magdalena Bach nicht so schlecht gegangen wäre im Sommer, hätte er die ja sogar mit nach Berlin genommen, um das Stück dort aufzuführen. Es ist eine Sopran-Solo-Kantate und Anna Magdalena Bach ist ja eine ganz begnadete Sopranistin gewesen. Kurzum, ich lade Sie also ein, sich jetzt dieses wunderbare Stück anzuhören. Der YouTube-Link führt zu einer Aufnahme, leider nicht mit Anna Magdalena Bach, sondern mit Lisa Larsson, ganz tolle schwedische Sopranistin, begleitet von dem Amsterdam Baroque Orchestra unter der Leitung von Ton Koopman. Hören Sie sich diese betörenden Klänge an und vergegenwärtigen Sie sich dabei, was es für ein Puzzlespiel war, letztlich herauszufinden, was es mit der Entstehungsgeschichte, mit dem Adressaten, mit dem Anlass dieses wunderbaren Stückes auf sich hat. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und merken Sie sich, Bachforschung ist spannend und sie geht sehr, sehr verschlungene Wege. Vielen Dank.